Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Heute mal für euch den Volvo F18 Globetrotter. Das ganze LKWchen, sage ich mal, kommt mit 470 PS, manuell geschaltet, 500 Liter Tank, 90 km/h, also schnell, 7,3 Tonnen ISO. Ja. So, ein wunderbarer Mod, wenn ihr jetzt mal Sachen auf längere Strecken transportieren müsst. Ne? Hier haben wir einen schön ausgearbeiteten Sattel. Schlepper, fast entfallen, also der auch wieder vor Detailreichtum strotzt. Einige Funktionen bringt er natürlich auch mit, deswegen wollte ich nur hier mal zeigen. So, fangen wir mal bei der Motorausführung, das ist die F16 470, dann haben wir noch die 85 mit 485 PS, dann die 500 mit 500 PS und zurück zu 470, was die Standardversion ist, genau. So, Reifenvarianten im Standard, wir können das Ganze ein bisschen verbreitern. Also, dass wir damit auch aufs Feld fahren können. Auch eine Sonnenblende können wir dem Ganzen noch verpassen. Wir können designtechnisch hier noch so ein Volvo-Schriftzug, aber diese Welle hier mit reinpappen, wenn es gefällt. Wir können hinten noch diese Schmutzfängerläppchen da ranmachen mit Volvo-Aufdruck. Das muss man dran, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir können die Dachvariante ändern in ein Flachdach. Wir können vorne die Stoßstange noch in Wagenfarbe einfärben. Wir können die Kapazität des Tanks auf 750 hochnehmen. Die Narbenfarbe probieren wir mal aus. Das sind die Felgen. Die können wir einfärben. Da haben wir auch einiges an Auswahlmöglichkeiten. Dasselbe gilt für die Hauptfarbe, die wir auswählen können. Das Fahrgestell an sich können wir noch färben. Den Kühlergrill können wir jetzt mal gucken. Ah, okay. Den Kühlergrill können wir färben. Sieht jetzt furchtbar aus. So. Und die Felgenfarbe haben wir noch mal separat. Interessant. Ah, das Innere können wir tatsächlich, beziehungsweise das Äußere können wir separat färben. Und ein Kennzeichen können wir dem Ganzen auch verpassen. Aber schauen wir uns das Ganze mal in-game an. Das ganze Fahrzeug hat IC-Steuerung. Ich habe jetzt hier keine IC-Steuerung drauf, weil ich gerade meinen Mod-Ordner ein bisschen ausmiste. Deswegen, also IC ist hier auch verbaut, kann ich euch leider nicht zeigen, weil ich deppert war und vergessen habe, das Skript reinzunehmen. So, aber hüpfen wir mal rein und schauen uns das Ganze mal von innen an. Und hier setzt sich eigentlich die ganze Geschichte fort. Also mega geil ausgearbeitet. Da bleibt kein Wunsch offen. Ups. So, genauso von außen. Also da hat sich jemand richtig gut ausgelassen an dem Ganzen. Ich hänge irgendwo fest. So. Und hat da wirklich richtig sich Mühe gegeben. So, aber lauschen wir auf den Sound. Und auch da braucht sich nicht zu verstecken. Ihr seht, selbst beim Bremsen, ne, so, es wird ordentlich gearbeitet im Innenraum, ne, und auch beim Bremsen die Bewegung vom Fahrerhaus. Das ist schon eine richtig geile Sache. So, das passt. So, zur Beleuchtung, das ist unser Standardlicht. Dann haben wir noch eine Aufblende. Warum ist die Arbeitsscheinwerfer nicht gehen? Ist mir ein Rätsel? Nee. Steht auch nichts drin. Okay, also wir haben normales Abblendlicht und Aufblendlicht. Wir haben Blinkleuchten verbaut. Wie sich das gehört. Hupen tut er auch ordentlich. Und die Rundumleuchten tun es auch. Jo, ihr Lieben. Kurz und knackig. Richtig schöner Sattelschlepper. Wer sowas braucht, ist auch nicht mehr der Jüngste, aber das macht gar nichts. Der besticht halt durch Detailreichtum. An der Stelle, ich bedanke mich beim Modder für die Bereitstellung, wünsche euch viel Spaß mit dem Mod, Link natürlich in der Videobeschreibung, die Lok ist übrigens fehlerfrei, bevor wir es vergessen, und sage zu euch, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Mod-Vorstellung, es grüßt euch euer Silver, ach ja, über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich auch, ciao, ciao.